Let's play. Ja, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft-Episode. Ja, in dieser Episode müssen wir unsere erste Bonusaufgabe erfüllen. Und da wird sie gerade eingeblendet, wir dürfen nur schleichen. Ab jetzt dürfen wir nur schleichen, das heißt, ich muss die ganze Zeit so hier rumlaufen. Da tut mir ja leid. Ich meine, die Bonusaufgabe wurde erfüllt. Wenn ich jetzt einmal schnell laufe, dann habe ich direkt verkackt. Und wir gehen jetzt direkt einfach mal. Also, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie den Fuß angeknickt. Deshalb darf ich jetzt hier nicht schnell laufen. Tut mir ja leid. Also, nee, nicht die Federn. Ah ja, deshalb müssen wir jetzt hier so ein bisschen langsamer das Ganze begehen. Wir tun einfach so, als wären wir schon in Episode 25.000 und ich bin Rentner. Ha! Ist das nicht schön hier? Meine Fresse! Da hat sich in den 25.000 Jahren ja mal nichts geändert. Und die Maus ist so schwammig, wenn ich Shift die ganze Zeit gedrückt halte. Ja, so. Bonusaufgabe läuft. Wir dürfen nicht rennen. Für 20 Minuten. Mann, ey, ich glaube, ich stelle mich einfach irgendwo in eine Ecke und penne. Vor allem, ich stelle mich in eine Ecke und penne. So, da gehen wir mal die Schäfchen besuchen. Die warten ja auch schon auf uns, ne? Die wollen ja beglückt werden. Ja, ach, die armen Schäfchen. Ah, wenn ich hier runter will, muss ich kurz einmal Shift loslassen. Oder nee, ich springe. Ich springe, dann muss ich Shift auch nicht loslassen. So. Hallo, rotes Schaf, hä? Ich brauche bald einen neuen Pullover. Da musst du mir mal bei helfen bei Gelegenheit. Jetzt mach da auf. So. Oh, verdammt, wir sollten nach Hause eilen. Ja. Mein, ganz ehrlich, ey. Als ob nicht sprinten als Bonusaufgabe nicht gereicht hätte. Jetzt haben wir nur schleichen. Ach, Mann. Ist egal. Ich beschwere mich hier nicht. Ich wollte ja das System haben. Und da sind dann halt eben auch so ein paar Aufgaben dabei, die nicht so... Warte mal hier. Die nicht so schön sind. So wie die jetzt. Hallo, ihr Süßen, hä? Na, ich beglücke euch heute mit meiner Schere. So, geh mal weg. Alter vor Schönheit. So, danke. Einmal die Wolle aufgesammelt. Verschwinde mal da, ich bin nicht mehr der Jüngste. So. So. Du auch. Du auch. Wir müssen unsere Füße schonen. Die sind ja schon fast im Eimer. Ja, ich meine, wir sind ja auch schon 314 Episoden unterwegs. Ja, da muss man die Füße schon mal schonen. Das geht ja gar nicht anders hier. Ne? So, da ist Wolle außerhalb des Geheges gelandet. Vielen Dank. So, dich nehmen wir auch mit. Ne? Du bist ja ein ganz Hübscher. Oder Hübsche, ich weiß nicht was. Mal eben gucken. Von unten. Was bist du, Hübscher oder Hübsche? Ah, ganz Hübsche. Okay, ja. Habe ich mir aber schon gedacht, ja. Das erkennt man. Der Laie, der mag das nicht erkennen, aber der Meister, der schon jahrelang mit Schafen zu tun hat, der erkennt, ob das Männlein oder Weiblein ist. Ja, im Notfall einfach unten drunter gucken oder fühlen, je nachdem. Ist ja eklig. Verschwindet mal hier und gibt's gleich einen mit der Faust. So. Dann gehen wir jetzt, jetzt rede ich auch wieder normal, das Opa-Gerede geht mir auf den Sack. Jetzt gehen wir auch noch die anderen schönen Schäfchen hier, nee, füttern. Nicht euch hier, die wollen das schon wieder mit dem Kopf durchs Gatter. Ja, ich will auch. Krieg's aber nicht. Da die Gelben, die jetzt irgendwie gar nicht gelb aussehen, wegen der Nacht. Das sind aber Gelbe. Eigentlich sind das Gelbe. Wo ist denn das Einstiegstor? Ah, geht ja auch ohne. Die kommen auch hier so, ne? Hier, hier. Du kriegst leider nichts ab. Die beiden dürfen geil sein, du nicht. Ja, Frust fressen. So, da können wir jetzt damit neue Banner machen. Das ist ja auch nur der einzigste Grund, warum ich hier gerade am Rumschleichen bin. Und der Rumschleichen ist noch niemals irgendwie falsch gesagt. Das ist ja die Wahrheit. So. Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Und machen die Banner. Dann gehen wir zurück. Können die Banner anbringen. Und dann bauen wir die nächsten Truhenelemente. Wobei, ich glaube, in dieser Episode wird das nichts mehr. Mal guck dir das doch mal an hier. Zeitlupenmodus ist nichts dagegen. Ah, jetzt kommen auch noch die Spinnen hier. Zum Glück haben wir... zum Glück haben wir nur eine Bonusaufgabe pro Episode. Man könnte ja auch sagen, komm, wir machen zwei oder drei Aufgaben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast Schleichen.
Mach mal leiser hier. Du hast schleichen und nicht kämpfen. Was willst du dann machen? Dann bin ich ja tot in ein paar Sekunden. Ich kann mich ja nicht wehren. Die Spinne, die wird jetzt auf mir rumkloppen die ganze Zeit. Beziehungsweise der Zombie, der ist ja jetzt schneller wie ich, ne? Wenn ich nicht hauen dürfte, aber darf ich ja zum Glück. Gib mal die Level her. Ja, also boah, ich wollte jetzt... Ich habe jetzt fast einen Huhn verkloppt, ey. Ich habe gedacht, das ist so ein Baby-Zombie oder so. Hast du aber Glück gehabt, Hühnchen. Eieiei. So. Gleich sind wir auch zu Hause. Wir müssen halt unsere Füße schonen. Wir haben auch so ein bisschen Buckel haben wir hier. Guck dir das mal an, voll dem Buckel. Hart gearbeitet haben wir. Da kriegst du schon mal einen krummen Rücken, ne? Ja. Da fällt mir ein, irgendwie musste ich gerade an Stöckelschuhe denken. Die Frauen, die immer die Stöckelschuhe tragen. Ich meine, oh, das ist ja auch so schädlich für die Füße eigentlich. Warum machen die Frauen das? Also, ich finde das jetzt nicht sonderlich hübsch, wenn da Frauen mit Stöckelschuhen rumrennen. Ich finde das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich finde das eher nervig, dieses laute Klöck, Klöck, Klöck. Von mir aus, also von mir aus, da könnten sie ganz ohne Stöckelschuhe rumrennen. Aber nee, man muss ja den Hintern betonen mit den Stöckelschuhen. Ah ja, ganz ehrlich, wer einen schönen Hintern hat, der braucht keine Stöckelschuhe, um den zu betonen. Aber, ja, das ist so eine Frauensache. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Gut, ich bin auch keine Frau. Aber das verstehe ich nicht. Da kriegen sie eben irgendwann Hallux Wallux. Achso, ich muss Shift loslassen. Sonst klettert der nach oben. Da kriegen die Frauen halt irgendwann Hallux Wallux. Das ist so eine Fußkrankheit. Wenn man immer mit Stöckelschuhen rumrennt. Und da müssen sie sich eben operieren lassen. Ja, pff. Wer schön sein will, muss leiden. Wobei schön sein ist natürlich auch hier in Anführungszeichen zu genießen. Ich weiß es nicht. Das kann man ja auch, oder... Nee, ich sag jetzt... Doch, jetzt sag ich da was zu. Das ganze Geschminke von den Frauen, ne, also... Oh, das fängt ja schon im Teenie-Alter an. Da möchten sie sich schminken, weil das ja schöner aussieht. Eine ganz klare Feststellung von mir an dieser Stelle... Lasst es sein, das sieht ohne Schminke besser aus, ganz ehrlich. Ich meine, es sei denn, du hast also wirklich so eine Mondkraterlandschaft im Gesicht, dann so ein bisschen könnte man dann vielleicht mal schminken, aber das muss auch nicht sein. Ich meine, hallo? Akne, das hatte jeder eben, dann hast du eben ein paar Pickel. Meine Fresse, so ist das. Da wird ja auch neuerdings, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt gerade ein Geheimnis verrate oder so, da wird ja auch neuerdings, oh, ich bin jetzt fast gerannt, da wird jetzt auch neuerdings... hier Dingsbums. Die Pille eingenommen. Nicht damit man keine Babys kriegt. Nee, das ist einfach, weil er dann irgendwie, was weiß ich, da ist irgendwas mit Hormonen und da kriegst du keine Pickel mehr und da siehst du fraulich aus. Die haben doch alle einen an der Latte, die Leute heutzutage. Was mache ich hier eigentlich? Ich laber hier. Na, ich wollte jetzt gehen. So, jetzt gehen wir auch. Geh da runter. So. Zu. Ja, das ist unverständlich, also finde ich. Ich darf hier nicht so viel labern. Ich muss immer im Hinterkopf behalten, nicht rennen. Nicht rennen. Also laufen. Nicht laufen. Verboten. Auch wenn ich hier gerade über komische Frauen und Teenies rede, nicht ablästernd rede. Ich läster ja nicht über die persönlich. Ich läster eigentlich gar nicht. Ich sag nur, dass ich diesen Trend total bescheuert finde. Und dann dieses ganze Geschminke, ganz ehrlich, wenn du irgendwo zum Opernball eingeladen wirst oder so, ja, dann so ein bisschen so betonen, okay, aber jetzt nicht hier, zack, das ganze Gesicht voll mit dem Zeug, ja, wenn du dann anfängst zu schwitzen, dann hast du da irgendwie diese hautfarbenen Tropfen überall am Rona-Kleistern und alles. Das ist ja, die übertreiben das, ja. Ey, das war jetzt nicht meine Schuld, ich hatte das gedruckt gehalten, aber irgendwie muss man nach dem Portal nochmal drucken. Das war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht verloren. Da kann ich nichts für. Das weiß ich aber jetzt. So. Ah, so. Klarstellung hier. Lore! Die dürfen wir ja benutzen, wenn wir sie denn finden, ne? Verdammt. Ich hoffe, die Pikmin sind jetzt nicht böse, aber ich glaube schon. Verdammt hier. Wie lange geht denn die Scheiß-Episode noch? Ich will wieder alle rennen. Aber ich will auch eine Bonusmarke haben. Ja, komm. Komm, haben wir gleich geschafft. Da vorne ist unsere Lore. Müssen wir nur die Pikmin verkloppen. Und dann geht das schon. Hallo Pikmin. Ja, komm, was machen wir von hier? Haha, der kommt schon, der Arsch. So.
Au revoir. Hoffentlich spawnt keiner hinter uns. Ist er. Weg vom Fleck. Ja, auf jeden Fall dieses Schönheitsideal. Alter. Ich weiß nicht was. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Auch diese ganzen Super-Ultra-Model. Ah, oh, die da, was weiß ich wie viel. Diese Naomi Campbell oder so. Ey, ganz ehrlich. So. Haha, das ist erlaubt. Naomi Campbell, so. Ich weiß nicht, wer die zum Model gemacht hat. Aber ich meine schon allein, wenn ich mir deren Gesicht angucke, da würde ich schon sagen, die nächste bitte. Aber nee, das ist ja... Ich weiß nicht, was diese ganzen Model-Cop-Leute da geraucht haben. Diese ganzen Leute, die ja die Models einstellen. Was die zum Teil für schön, als schön empfinden. Ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Aber da fällt mir manchmal nichts zu ein. Wie, bei dir sieht man doch nicht die Knochen? Geh weg! Du bist doch kein Model. Du bist doch voll die fette Kuh. Wie, du wiegst 40? Da ist scheißegal. Unter 30 kommt dir nichts ins Haus. So, hau ab. Ja, die haben doch alle, die haben einen an der Pfanne, haben die. Und dann gibt es ja die kleinen Kinder, die Teenies, die sich denken, oh, ich möchte auch so schön sein. So schön sein, so ein Gerippe. So ein Gerippe, der ist schön, ne? Da könnte ich schon wieder drüber aufregen, über sowas. Boah. Ja, komm. Habe ich jetzt, nein, ich muss jetzt das Thema wechseln, sonst steigere ich mich da noch in irgendwann rein. Das ist ja so ein Thema da, ja, das ist ja... Ach. Da bin ich kein Freund von. Von so einigen komischen Sachen, wo die Menschen da irgendwie heutzutage sagen, das ist schön, das mache ich. Ruckel, los, nach vorne, Mann, du Scheißding. Jetzt kommt ein Gas, da kann ich doch niemals weglaufen. Also weglaufen, ja, oder wegschleichen. So. Warum habe ich die Karte hier in der Hand? Macht gar keinen Sinn. So, auf jeden Fall, jetzt sind wir gleich wieder in der alten Welt. Ich laber jetzt hier gar nichts mehr von Model und komische Füße und komische Schminke und Frauenangelegenheiten an sich. Ich kann das sowieso nicht verstehen, ich bin keine Frau. Das kann man vielleicht nur verstehen, wenn man eine Frau ist. Aber vielleicht selbst dann nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich weibliche Zuschauer haben sollte, die können ja mal an dieser Stelle was dazu sagen. Ach ja, schon wieder Schiff drücken. Immer nach dem Portal, die Kacke. Die können ja mal was dazu sagen. Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich die Lore mitgenommen, weil ich bin auch ein Held, ey. Ah. Die packen wir einfach jetzt hier in eine Truhe, solange... Ich weiß, wir haben keinen Platz, aber da kommt einfach mal die Kack-Spinnaugen hier raus. So. Au revoir, Spinnauge. Dann können wir jetzt da unten... Ne, die Banner, genau. Die Banner können wir jetzt duplizieren gehen. Dafür nehme ich aber eine Werkbank mit. Habe ich hier noch irgendwo eine Werkbank? Da habe ich noch eine. Die nehmen wir mit. Mach auf. Ja, dann gehen wir das jetzt machen. So langsam, so ganz langsam und gemütlich. Das ist ja, wir können ja auch mal den Tag genießen, die Umgebung auf uns wirken lassen, ne, das Kätzchen streicheln hier. Nein, mach Sitz. Ah, ist das eine doofe Katze. Jetzt fangen die mal ein. Und, ah, jetzt. Oh, jetzt macht die da Sitz, ne, das kannst du jetzt vergessen. Ohne zu laufen. Wie willst du denn die da ordentlich... Na, müssen wir in der nächsten Episode machen. Hoffen wir nur, dass uns jetzt hier kein Creeper runtergestiegen kommt in der nächsten Zeit. Wenn wir hier keine Katze haben. Hoffentlich... Ja, dann habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt gefährlich wird. Verdammt, ich hatte die Kolben in der Fresse. Boah. So, jetzt aber hier. Banner von der Wand gekloppt. Die Werkbank platziert und das Ganze dupliziert. Wir sind hier voll am Duplizieren, ey. So. Vielen Dank. Das kann jetzt weg. Banner kann jetzt da dran. So. Perfekto Mato. So, da vorne noch zwei. Und dann ist der Raum ja auch fertig. Der sieht richtig geil aus. So. Das ist alles komplett biologisch. Wir sind voll der Biobauer. Die Schafe, denen geht so gut. Die haben da Heuballen, die haben Wasser, die haben Gesellschaft. Die sind auch nicht irgendwie in Fäkalien am Rumspringen. Zum Glück kacken die Kühe, Kühe auch. Hä? Ich glaube, die folgt uns jetzt. Okay, von mir aus.
Gut gemacht, Muschi. Komm mit. Dann folgt die uns jetzt eben. Komm. Ja, komm. Ja, los. Da hilfst du mir jetzt da unten beim Ausbauen, ne? Ja, ja. Das heißt, ja. Die hilft da jetzt mit. Da ist auch eine feine Katze. Also, wir haben da schon eine Katze. Das ist eine richtige Schätzelein, ne? Ja, komm. Ja, ja. Ja, los, komm. Ja, komm nach unten. In die Höhle. Genau, oder? Ah, wenn man Shift gedrückt hält, bleibt man stehen. Bei so einer Leiter. Wusste ich auch noch nicht. Wir lernen auch immer was Neues. Aufgrund unseres coolen Bonussystems, das ja so ultra spannend ist jetzt hier. Aber ich glaube, die Episode ist fast vorbei und es sieht gut aus. Es sieht so aus, als würden wir den ersten Bonus auf... die erste Bonusmission so erfolgreich bestehen. So, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen... Aha, nee, ich muss nochmal nach oben schleichen. Ich brauche noch ein paar Trichter, ne? Scheiße. Ich brauche eine Menge Trichter. Und die Truhe nehme ich direkt mal mit, weil... Ach Mann, es ist doch doof. Ich nehme einfach mal hier alles mit. So, 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 so. Die Karte. Ah nein, halt! Wir wollten ja erst erkunden. Komm, jetzt nein. Ich muss das schon zu Ende bringen, was ich hier sage. Wir gehen jetzt erst den Rest erkunden. Das ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja machen. Also vor allem in dieser Episode jetzt. Wobei, die ist jetzt gleich vorbei, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Wobei, das kann man machen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, weil wir... Im Boot ist man ja schnell, egal ob man schleicht oder nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach nach oben. Und wir haben Redstone im Inventar, aber ist egal. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir hier runtergehen, muss ich einfach daran denken. Toll, wir haben schon wieder das Bug-Ding hier, dass die Karte sich nicht mitdreht. Bestimmt, weil wir im Nether waren. Muss ich gleich neu starten, die Map. Ist egal. Ja, hallo, Mieze, ne? Komm mit. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Ah. Boah, ist das schlimm. Ich halte das nicht mehr aus. Ich schlafe hier gleich ein, ey. Ich sag euch. Oh. Boah, sieht das scheiße aus, wenn da nur ein Banner hängt. Katze, verfolgst du mich? Ich hab nichts zu fressen. Gibt keinen Schmackofatz. Nein, gibt nix. Hau ab. Hier sieht schön aus mit den Bannern. Hier fehlen nur die Beleuchtung in der Decke. Aber, ja, machen wir irgendwann. In irgendeiner schnelleren, rasanteren Episode. Ah, das Kätzchen wurde nicht zerquetscht. Gut. Komm mit. Nein, 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 nein! Oh, ich dachte schon. Boah, ich dachte schon, die wird da jetzt zerquetscht, die Arme. So, komm, 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 komm. Dahin, Kätzchen. Ja, ja, da, ey, das ist gut. Hep! Sitz! So, gut gemacht. Ha, die haben wir wieder da. Nein, nicht da runterfallen. Ja, da ist gut. So. Das Bötchen, das müsste da... Ja, da ist es. Da, ich sehe es doch. Da gehen wir da jetzt schnell hin. Nimm schon mal die Karte in der Hand. Wobei, warte, ich muss ja hier eben... Ich muss ja eben neu starten, ne? Das ist ja buggy, das ist buggy. Du darfst hier nicht in die... Du darfst nicht in den Nether, sonst gibt es hier Ärger mit der Map. So, jetzt geht's wieder. Perfekt. Boah, hoffentlich kommen da keine Pikmin jetzt durchs Portal, ne? Ich weiß nicht, ob die uns dann verkloppen wollen oder nicht. Ich hoffe einfach... Ich hoffe nicht, aber ich bin mir da nicht so sicher. So. Ah, da oben in der Ecke ist auch noch unerkundet. Guck mal, da sind auch noch so Pixel. Kacke, da ist noch voll viel unerkundet, wenn ich mir das so angucke. Aber... geh doch da... Geh doch da ins Boot. Achso, ja, ich darf nicht... Ich sollte mal nicht Shift gedrückt halten, wenn ich ins Boot will. So. Dann bitte mal hier einmal herumschippern. Einmal um die Welt, bitte. Nicht vor die See... Nicht vor die Seerosen. So. Brumm, brumm, mit unserem Motorboot. Da wird doch noch mal ein bisschen Speed aufgenommen. Und ich kann ja hier sprinten. Dagegen ist ja nichts auszusetzen, ne? Wir haben ja nicht die Nicht-Sprinten-Episode. Im Boot kann man eben nicht schleichen, weil wenn ich schleiche, dann falle ich aus dem Boot heraus. Hast ja jetzt gesehen, ne? Also schleichen ist nicht im Boot, das ist komplett erlaubt, was ich hier mache. Ich meine, ich mache doch die Regeln hier. So, das ist erlaubt, wenn ich das so sage. Das widerspricht nicht unserer Aufgabe, die wir hier zu erledigen haben in dieser Episode. In keinster Weise. Klar, wir erleichtern uns gerade die Aufgabe, weil wir hier mit dem Boot rumschippern, aber pff,
Dann ist doch egal. Spricht doch nichts dagegen, sich das Leben leichter zu machen, oder? Tja. Ja, meine Freunde, das war's für diese Episode. Und an dieser Stelle können wir sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Jawollo. Wir haben uns an das Schleichen gehalten. An der einen oder anderen Stelle bin ich mal für einen Millimeter schnell gelaufen. Aber das war nicht, weil ich irgendwie nicht mehr dran gedacht habe. Das war, weil wir durch den Nether gegangen sind und dann auf der anderen Seite des Portals rausgekommen sind. Und dann man nicht mehr im Schleichmodus ist, obwohl man die Taste gedrückt hält. Das ist verkraftbar. Das ist ja jetzt nicht, dass wir da irgendwie dagegen verstoßen haben, gegen die Regel so wirklich. Ich meine, das war ja noch niemals ein Schritt. Also, erfolgreich die Aufgabe beendet. In der nächsten Episode werden wir dann hier noch ein bisschen weiter erkunden und danach die Truhenelemente anlegen. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, welche Bonusaufgabe denn in der nächsten Episode auf uns wartet. Da schauen wir doch einfach mal nach. Und es ist... Und es ist... Oh, oh, oh. Alter, also wir werden in der nächsten Episode so was von zunehmen. Ich habe ja hier vorhin von den Magermodels und alles geredet und in der nächsten Episode werden wir ein XXL-Model versuchen zu werden, denn wir müssen immer essen. Sobald wir nur ein Fitzelchen der Keule weg haben, müssen wir essen. Wir müssen immer essen, wenn es geht. Und wenn zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als eine halbe Keule weg ist, haben wir die Challenge, also die Bonusaufgabe, verloren. Also, wisst ihr Bescheid, das wird dann in der nächsten Aufgabe passieren. Ich verabschiede mich, bis dahin. Tschüss.